Cute Baby Millet, der Kanal für Kinder. Jetzt wird's wieder spannend. Noch ein Doppel-Unboxing. Was hast du? Ich hab eine Junior-Box. Ja? Für Kinder. Nerdblock Junior für Jungs kommt dieses Mal dran und ich unboxe meine erste und auch letzte My Geek Box aus England. Was ist gemein? Du hast was viel Cooleres. Ehrlich, schauen wir mal, was bei dir Cooles drin ist. Naja, sind auch nette Sachen drin. Aber du hast was viel Cooleres, sogar was zum Kauen. Ehrlich? Müssen wir das teilen wieder? Nein, ich glaube nicht, was Prokuriertes. Also, heute fängst du an, komm. Ja. Oh, cool. Wow. Ninja Turtle Plüschanhänger. Ich glaube, der hat sogar eine Funktion. Da steht nämlich Try Me. Oh, that was awesome. Ja, der schaut ganz witzig aus, oder? Ja, weil der Putin kann man auch kuscheln. Nee, er hört doch keinen. Gut, jetzt darf ich auch mal. Ja, eigentlich bist du erwartet. Na, fangen wir schon wieder mit dem T-Shirt an. Ja, immer kriegst du ein T-Shirt. Oh, Halo. Eine Sache für Eltern. Schwarzes T-Shirt, Größe L, das passt mir jetzt wenigstens endlich mal mit einem, denke ich mal, Halo-Helm. Und unten steht dran, S-Born, oder? Ist das ein N? Ja, ich denke schon. S-Born? Okay. Erzähl mir nicht, aber das T-Shirt einhalten. Finde ich gar nicht schlecht. Würde ich sogar anziehen. Du bist? Ah, es ist da. Das ist doch immer was für Jungs. Sieht man doch. Das ist doch ein Mädchen sogar. Oh. Harley Quinn. Ah, da gibt's Karte. Genau, und wieder eine DC-Sammelfigur, wie aus der Mädchenbox. Nur war da eine andere Figur drin. Mit Sticker. Finde ich ganz nett, die Figur eigentlich. Vielleicht rausholst, hatten wir glaube ich schon mal. Aber es ist glaube ich irgendwas nochmal. Ja. Eins. Hatten wir das nicht schon mal so im Ball? Sonic the Hedgehog Stress Ball. Hatten wir das schon mal, gell? Hatten wir doch, gell? Mhm. Zweimal. So ein Ball, den kann man so quetschen. Zeig. Ja, genau. Jetzt kannst du deine Kräfte auslassen dran. Hi! Stress abbauen. Okay, pass auf. Nicht auseinanderreißen. Schaut echt witzig aus, muss ich sagen. Den kann man auch nicht hinstellen ins Regal. Und ansonsten kann man sich dran abreagieren. Jetzt kriegst du ein Mädchenstück. Ich kenne das nicht. Was ist das? Scatterbrains. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Wie dumm die um den Kopf da. Ja, das sind die Gehirne. Ja, das sind so Darts. So Pfeile. Und die Spitzen sind praktisch die Gehirne. Komische Sache. Ja, sehr komische Sache. I stick to almost anything. Ah, die haben so eine Klebefunktion. Dieses Gehirn bleibt dann irgendwo kleben, an der Scheibe oder so. Oder an,
Also so an das hier, so da. Genau. Also sind im Grunde genommen Wurfpfeile. Und die Spitze ist sozusagen ein klebendes Gehirn. Sachen gibt's. So, was ich haben wir noch? Ein Mädchen. Mein Mädchen. Oh. Super Mario Minifigur-Kollektion. Die zwei, die hatten wir schon. Und zwar habe ich die Peach bekommen. Das ist mein Mädchen. Das schön. So wie mich. Passt ja gleich zum Thema Nintendo. Da kommt ja noch einiges. Das ist sehr gut. Aber du kommst. Ups. Wie viele habe ich noch? Tattoos. Oh Gott. Tattoos. Jetzt haben wir 50 Hello Kitty Tattoos und 50 Spider-Man Tattoos. Die kann ich in die Freundebuch kleben. 50 Spider-Man Tattoos. Kannst du nicht ins Freundebuch kleben? Das klebt ja nur auf Haut. keine Blätter. Du so. Eins. Oh. Oh, jetzt gleich kommt das zum Naschen. Halo Mega Blocks Paket mit zwei Figuren Megablocks. Und einem Mega Blocks hatten wir doch schon mal, oder? Rapid Attack Covenant Ghost. 104 Teile. Ja, das ist ja mal cool. Da wird es ein eigenes Video drüber geben. Das machst du aber alleine. Na klar, spiele ich Lego alleine. Du machst es selber alleine, okay? So, wo war das? In meiner Box? Ja! Ist ja eine Kinderbox fast, ha? Dieses Mal. Wie viele habe ich noch? Zwei Sachen. Eins ist doppelt. Da weiß ich schon, was es ist. Ja, genau. Einfach von Hello Kitty und das jetzt nochmal? Genau, wir hatten ja in der Mädchenbox dieses Little Pony Malset. Und haben hier Ninja Turtles Malset. Also wir können euch eins berichten. Das ist ja okay. Das ist ein totaler Schmarrn. Weil die Farben da unten, die reichen also nirgendwo hin. Das Blatt weicht auf und naja, also... Okay, ich kann das weiter schenken. Das Produkt kann man getrost vergessen. Was man machen kann, man nimmt sich einen extra Farbkasten und malt es dann aus oder mit Holz- oder Filzfarben, dann ist es okay, dann hat man 10 Bilder zum Ausmalen. Aber das da unten mit den Pinseln, vergesst es. Okay? Nee, das schmeckt gut. Totaler Schmarrn. Okay, jetzt kommt was Süßes. Irgendwas Süßes. Ja. Das teilen wir uns aber. Ach nö, ich glaube, das könnten wir. Nein, wir teilen uns. Banana Chokes and everywhere. Leffy Taffy! Ja, na, das probieren wir noch gleich mal. Dann nascht du. Beiß ab. Brausch dich. Mit voll nach Banane, gell? Ja, aber komm nochmal. So ein bisschen wie Mauam. Ein bisschen weicher wie Mauam. Schmeckt aber richtig fruchtig. Hey! Meins! Warte mal, ich muss das mal zeigen. Ja. Voll gut! Wollt ihr jetzt alle aufessen? Naja, also so sah es aus. sah es aus. Und das ist das, was dann rauskommt. Nein! Jetzt, ich will auch nochmal. Nein! Jetzt ist aus. Ja, okay. Wir müssen ein Video machen. Nein, ja. Ich glaube, wir mampfen lieber wieder. Machen wir schnell. Ich mache mir alles im Mund. In Milays Box ist noch Minion Comic. War mir fast klar, dass das auch in der Jungsbox kommt. War auch in der Mädchenbox. Gibt es vielleicht beim Gewinnspiel. Das reicht aber mal, hä? Das ist doch lauter Süßes. Ui, da kommt da noch was raus.
Lass mal sehen. Oh geil. Black Cherry Blow Power oder sowas. Kann es nicht genau lesen. Hab noch einen Bonbon gegessen. Also die My Geekbox, die war doch sehr kinderfreundlich. Na, den machen wir jetzt nicht auf. Später. Ich hab noch einen Mund voll und will schon das nächste aufmachen. Ja, doch. Ja, so kennen wir dich, gell? So, ganz kurz im Überblick, was in den Boxen war. In Millets Box waren die werfbaren Gehirne, die überall kleben sollen anscheinend. Wieder eine DC-Sammelfigur. Harley Quinn. Unser... Das war awesome! Ninja Turtle, Plüsch, Hänger, Minion Comic, 50 Spider-Man Tattoos und unser Malset mit Ninja Turtles. Und in meiner Box war ein Mega Blocks, also Lego Set von Halo, ein Sonic the Hedgehog Stress Ball, brauche ich manchmal wegen ihr. Wenn sie mich wieder ärgert. So, oder nicht hört, was man sagt. Ich bräuchte eigentlich mal einen Stressball mit deinem Gesicht drauf. Dann kann ich mal schauen. Oh Gott, Gott. So, dann die Peach als Sammelfigur. Ein Bonbon. Und? Ein Halo-T-Shirt für mich. Und? Lecker. Das ganz leckere Bananenteil da. Ich will gleich nochmal lutschen. Ja, okay, also. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.